Hallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Legends Awakening. Wie ihr im Titel jetzt schon lesen könnt, das Experiment, was ist damit jetzt gemeint? Will ich gleich mal erklären. Und zwar habe ich ja gesagt, okay, eine Woche lang mache ich jetzt eine Pause mit Legends und generell YouTube-Videos und hab dann gesagt, okay, das ist jetzt schon seltsam, denn ich habe sonst immer täglich diverse Abonnenten verloren, diverse Anzahl an Abonnenten, also teilweise bis zu 9 Abonnenten täglich verloren. Es sind natürlich auch mal ein paar dazugekommen, aber ich habe trotzdem ständig welche verloren und meine Views gingen auch kontinuierlich immer runter. Ich habe mich gefragt, hey, woran liegt das? Habe überlegt, ob ich irgendwelche anderen Projekte machen sollte, habe hier mit Legends begonnen, was eigentlich bei vielen gefeiert wird, nur bei mir bekomme ich darauf nur minimal mehr Aufrufe und auch mit jedem Legends-Video, was ich hochlade, sinken die Aufrufe weiterhin. Und es gibt ja diese Theorie über YouTube-Algorithmus, ist nicht genau bekannt, ob es die wirklich gibt, und ich vermute jetzt einfach mal, dass YouTube das so gemacht hat, was ja irgendwie in einer gewissen Weise verständlich ist, dass sobald weniger Views gemacht werden, also für YouTube weniger Umsatz gemacht wird, dass dieser Algorithmus dann greift, sodass weniger Aufwand für YouTube oder weniger Energieaufwand generell benötigt wird. Denn wenn jetzt ein 2-Stunden-Video hochgeladen wird und YouTube daran 2 Cent verdient, dann hat YouTube da vielleicht 5 Euro investiert und hat dadurch ordentlich Minus gemacht. Und ich denke mal, daher gibt es diesen Algorithmus, oder ich denke, dass es den gibt. Und ich würde einfach mal vermuten, dadurch, dass ich mit dem Aufhören von Factions einen ordentlichen Abstieg hatte an den Viewer-Zahlen, dass deswegen das Ganze ein wenig runtergegangen ist und dass dieser Algorithmus auch begonnen hat, bei mir zu greifen. Also, ich werde jetzt trotzdem weitermachen, aber ich weiß nicht, inwiefern ich YouTube darin eigentlich wirklich unterstützen will, denn das ist nicht sonderlich nett. Okay, kommen wir jetzt erstmal weiter zu Legends. Ich habe hier mein Haus weitergebaut. Hier ist so ein kleiner netter See mit einem Bach hier runter. Hier mein Briefkasten, den kennt ihr ja schon. Und hier ist etwas hingebaut worden von mir. Das ist etwas sehr Besonderes. Hier hat man einen Werfer. Und für einen Werfer braucht man normalerweise Redstone, um den zu craften. Und Redstone ist auf diesem Server ja nicht erlaubt. Und darum habe ich jetzt, ich habe hier trotzdem einen Werfer. Ich habe nämlich einen in einem Dschungeltempel gefunden, ne? Und die konnte man abbauen und einsammeln. Da habe ich hier ein System gebaut, was Leuten, die anfangen, Essen geben. Das heißt, man geht hier hin, kann sich Essen nehmen, was man halt so haben will. Ich kann das hier drinnen auch easy wieder nachfüllen. Und so kann ich halt denen helfen, die noch nicht so viel haben. Ansonsten habe ich hier jede Menge Verzauberungszeug. Meine Rüstung hat Schutz 4. Okay, die ist jetzt ein bisschen ramponiert. Aber sie hat Schutz 4. Ich habe auch wieder 20 Dias. Kann ich hier mal in eine Kiste tun. Ich habe Seelaternen. Ich habe einen Schleimblock. Ich habe Leinen. Und ja, ihr seht ja selbst, was ich gemacht habe. Außerdem habe ich hier einen OP-Goldapfel gefunden. Auch Schutz 4 Stiefel. Ein Schärfe 4 Plünderung 3 Schwert. Einen Bogen mit nahezu allem drauf, was geht. Eine Axt. Ja gut, hat jetzt Effizienz 4. Ist jetzt nicht so berauschend. Effizienz 4 Behutsamkeitszaufel. Dann habe ich eine Behutsamkeits-Effizienz 5 Spitzhacke und eine Glück 3 Effizienz 5 Spitzhacke, jeweils auch umbenannt. Das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Ich habe jede Menge Naturzeug. Hier habe ich Potzoll, da habe ich so ein Biom gefunden. Hier unten 9 Stacks Schwarzeichenholz. In Steinen habe ich Bruchstein, denn ich habe so ein paar Dungeons gefunden. Und das Wertvollste sind hier oben diese Pistons. Ich habe nämlich Pistons gefunden, damit habe ich mir so ein kleines, Vorführeffekt, so eine kleine Tür gebaut, durch die man halt mit dieser 1.9er Funktion hindurchlaufen kann. Und ja, hier seht ihr jetzt so ein paar von diesen sehr wertvollen Sachen, die ich habe. Habe ich jetzt hier in diese, die sind hier alle in die Kiste drinne. Man kann hier immer easy rein und raus und halt nur derjenige, der den Trick kennt oder hier Zugriffsrechte hat, kann hier hingehen, auf diese Kiste zugreifen. Und ich habe hier so einen kleinen Glasbehälter, Balkon, wo nur ich richtig rein kann. So, und eine Sache, die mir gerade so einfällt,
ich sollte ein paar Leute grüßen. Und zwar ist es der Johnboy HD, der Breakdancer 1, 2 oder 12, Joris 2009 und Benonato HD. Also Grüße gehen jetzt an euch. Und ja, keine Ahnung, sagt man noch was Besonderes, wenn man Leute grüßt? Keine Ahnung. Ja, hier mein vollautomatischer Ofen, der läuft ganz gut. Und hier vielleicht noch so ein paar Sachen, wie ich so ein paar Sachen gelöst habe oder gemacht habe, damit ich zum Beispiel so viele XPs bekomme. Ich bin in die Farmwelt gegangen, etwa 1000 Blöcke vom Spawn weggelaufen und habe dann dort, soweit vom Spawn entfernt, eine riesige Farm aufgebaut. Irgendwie so 100 mal 100 Blöcke und habe da Schweine reingelockt und habe dann daneben ein riesiges Kartoffelfeld angelegt. Wirklich auch, also mindestens 50 mal 50, das waren, ne, warte, das kann man ausrechnen, das waren 4 mal 9 Felder, 36. Also 36 mal 36 Felder Kartoffeln habe ich immer angebaut, dann habe ich die Schweine damit gepaart, das gab extrem viele XPs. Danach habe ich einen Teil der gepaarten Schweine geschlachtet und die übrigen Kartoffeln gebraten. Und ja, ihr seht ja, das hier ist, also es war etwa vor einer halben Woche, da habe ich natürlich auch Kartoffeln gebraucht. Und ich habe trotzdem noch so viel übrig, dass ich einfach verschenken kann. So krass, wie viel man da bekommt. Vielleicht werde ich da mal einen Zeitraffer oder sowas aufnehmen. Ansonsten habe ich hier jede Menge weitere verzauberte Sachen, die man hier mal so verschenken oder vertraden kann. Jede Menge verzauberte Bücher. Das hier ist momentan mein Bestes. Wo ist es? Wo ist es? Hier, Stärke 4. Nemesis der Gliederfüßer 4. Okay, Nemesis ist jetzt nicht so geil. Aber Stärke 4 macht dann schon ordentlich Damage. Eine weitere nette Sache ist, ich habe ein wenig OTC gespielt und das werde ich jetzt auch mit euch machen. Und wie ihr seht, habe ich inzwischen 645 Ruf. Ich habe kein Gold mehr, davon habe ich mir gerade Blutsplitter gekauft. Aber ja, 645 Ruf, die ich habe, das ist schon ein bisschen was. Muss man ein paar Runden für spielen. Aber es ist praktisch nichts. Man braucht, damit man eigentlich was machen kann, 20.000 Ruf. Und davon habe ich noch nicht mal annähernd etwas. Ich habe noch nicht mal 1.000, ich habe noch nicht mal 5% davon. Aber ich bin zuversichtlich, dass das was wird. So, da gucke ich mal. Die neuen Spieler sind online. Da wird es vielleicht schlecht aussehen mit dem UTC. Ah, nee, perfekt. Ich komme sogar direkt in eine Runde rein. Ich bin Team Rot. Sehr gut, Team Rot ist gerade richtig am Verlieren. Okay, ich würde sagen, diese Runde ist jetzt halt schon ein bisschen fail. What the fuck? Wie viel Damage macht der? Als ob. Okay, ich würde sagen, das ist nicht ganz normal. Ich meine, ich habe Protection 4, ja, auf meiner Rüstung. Zwar nicht komplett, aber ich habe Protection 4 auf der Rüstung. Da ist das doch nicht normal, dass es Leute gibt, die so unendlich viel Damage machen. Hilfe! Alles klar. Wie die einfach so viel Damage machen. Okay, ich würde sagen, die Runde UTC kann ich ja schon mal ein bisschen vergessen. Ich meine, es steht 1127 zu 133. Dann nutze ich die Zeit einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal raus. Ich nutze die Zeit jetzt mal, um das UTC ein bisschen zu erklären für alle die, die das nicht wissen. Ich denke mal, alle wissen das nicht, die hier das nicht selbst spielen. UTC ist so ein Spielmodi, in dem man Ruf und Gold bekommen kann und wenn man Glück hat, auch epische Waffen. Man tritt bei, indem man hier halt so draufklickt. Mehr muss man dann nicht machen. Und dann wird man in einem beliebigen Team, also Rot oder Blau, zugewiesen. Dieses Team muss Punkte sammeln, durch Kills oder durch Besetzung. Das heißt, es gibt 5 Checkpoints, einmal Mitte, dann Süden, Westen, Norden, Osten, habe ich jetzt genau in der richtigen Reihenfolge gesagt, nicht. Diese kann man besetzen, oder kann das Team besetzen, und dadurch bekommt es Punkte. Und ja, das Team, was zuerst 2000 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen, und alle Spieler bekommen dann eine Belohnung. Wenn das Team verloren hat, bekommt man eine sehr kleine Verpflegungsbox. Da ist, glaube ich, immer nur 10 Gold drin. LOL. LOL, guckt euch meinen Ping an. What?
Warte, das sind minus 667.000 Millisekunden Verzögerung. Alles klar. Läuft auf jeden Fall. Naja. Und auch das Team, was nicht. Beziehungsweise das Team. Nee, warte. Das Team, was nicht gewonnen hat, was verloren hat, das bekommt so eine kleine Versorgungsbox und dann bekommt man eine mittlere Versorgungsbox oder eine kleine Versorgungsbox oder eine große Versorgungsbox, wenn man in dem Team ist, was gewonnen hat und entsprechende Kills gemacht hat. Darum werde ich jetzt hier einfach mal immer so ein bisschen joinen und warten, bis wieder UTC ist und das mal aufnehmen. Gut, ich bin jetzt in der Arena von Team Rot gejoint. Jetzt geht es gleich los. 0, genau. Und dann öffnet sich da vorne das Tor und es geht los. Ups, da war kurz mein Mikrofon irgendwie. Keine Ahnung. Das war total komisch, ich habe so ein Rauschen gehört. Also halt am Headset und habe geguckt und irgendwie war mein Mikrofon gerade deaktiviert. Egal, ich habe nichts Wichtiges geredet. So, es gibt jetzt hier rechts, seht ihr im Scoreboard, wie das hier so ist. Punkte, Übersicht und dann die besetzten, besetzten Posten. Und man bekommt halt auch durch die Kills immer Punkte. Darum werde ich jetzt mal versuchen, ein paar Kills zu machen. Und mir fällt gerade auf, dass dieser Special Bogen, den ich hier habe, zwar scheinbar viel Attack Damage macht, aber nicht so viel wie mein richtiger Bogen, darum weniger gut ist. Den da unten müsste ich doch langsam mal treffen, oder? Immer aufpassen, dass man nicht selbst getroffen wird. Okay, aber der kann jetzt auch nicht so gut Bogen schießen. Also er kann eigentlich gar nicht Bogen schießen. Er trifft halt nicht mal annähernd. Das Problem ist, wenn man so Equipment hat wie ich, dann. Warum führt eigentlich Blau schon wieder? Das ist nicht fair. Ich habe jetzt immer die letzten, keine Ahnung, 3 oder 4 Runden, war es immer genau so. Sowohl rot, also ich war im roten Team und die Blauen, die haben immer gewonnen. In der letzten Runde war das so krass mit den 1200. Also echt nicht normal. So, habe ihn auch getroffen. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Oh cool, ich habe einen Kill gemacht. Nice. Da ist einer. Ich habe ihn getroffen. Und da hat jemand so einen coolen Bogen, der irgendwie unendlich Pfeile schießt. Der ist so krass. Guckt euch an, wie viele Pfeile der schießt. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Hex und hab die so richtig beleidigt. Oder oben ist einer, den gönne ich mir. Als ob der mich halt getroffen hat. Oh. Da waren dann wohl ein paar Blaue. Ja gut, ich würde sagen, Blau ist halt schon wieder krass am Gewinnen. Warum? Das ist doch nicht fair. Ich will endlich mal in einem Gewinnerteam sein, damit ich das zeigen kann. Ja, ein solches UTC dauert halt immer ziemlich lange. Ich denke mal, ich werde es jetzt in einem Zeitraffer machen. Bis gleich. Sehr, sehr nice. Wir haben das Ding doch noch gewonnen. Ich habe ein paar Punkte, Kills, ja, Kills und Punkte gemacht. Jetzt gucken wir mal,
was wir bekommen haben. Und zwar eine kleine Versorgungskiste. Das ist nicht den ihr ernst. Kleine Versorgungskiste ist wohl doch ganz gut. Okay. Also ich glaube, ich habe da einen Bronzehelm bekommen. Was steht denn da? War da nicht gerade... Ach, Kopfschutz. Ich habe gerade Kopfschmerz gelesen. Okay, ich habe keinen Plan, ob der gut ist. Ich ziehe ihn einfach mal an. Ich fand das OTC auf jeden Fall nice. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal so eine Runde aufnehme, weil ich auch im Zeitraffer den großen und ganzen Teil, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Es macht mir Spaß. Diese Spielmodi ist total cool. Ein Fail hatte ich auf jeden Fall noch. Ich habe meine ganzen Pfeile verschossen, weil ich mit diesem OTC-Bogen hier, der Tanzlehrer, geschossen habe. Der hat keine Infinity. Ja, war ein bisschen unglücklich. Egal. Ich gehe mal schnell in mein Home. P-Spawn. Muss noch 6 Minuten warten. GG. Egal, ich kann ja schneiden. Und dann versuche ich mal, mir irgendwie noch ein bisschen Schärfe auf meine Axt drauf zu basteln. Ich gucke erstmal, ob ich hier Schärfe habe. Obwohl, ob ich es geschafft habe, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.